Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelform.com. Dieses Video packen wir einfach mal in die Kategorie Rezepte. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr aus Wachteleiern selber Mayonnaise herstellen könnt. Und ich denke, es wird dann noch ein zweites Video geben zum Thema Eiersalat, Wachteleiersalat. Da bieten sich die Kleinen natürlich super für an, weil ihr braucht sie nicht so klein schneiden wie Hühnereier. Aber jetzt geht es erstmal darum, wie machen wir Eiersalat? Wie machen wir Mayonnaise selber aus Wachteleiern? Was brauchen wir? Wir brauchen Wachteleier, Zitrone, wir brauchen Öl. Ich hätte gern ein besseres genommen, aber auf die Schnelle habe ich jetzt keins hier. Wir brauchen Senf, Salz, Pfeffer, einen Teller, eine Schüssel, in der wir alles anrühren und einen Löffel. So, wir fangen einfach mal an. Optimalerweise eine Wachteleierschere. Und ja, da geht es einfach darum, die Eier gut und sinnvoll zu öffnen. Ich kann euch allerdings auch gerne mal zeigen. Das mache ich einfach mal. Ich nehme mal ein Messer mit dazu, wie ihr Wachteleier auch ohne die Wachteleischere geöffnet kriegt. Das mache ich am besten jetzt als erstes. Kameraführung, seht es mir ein bisschen nach. Ich habe mir hier gerade aus einer Schnur eine Konstruktion gebaut, dass ich hier vor mir filmen kann. Funktioniert gefühlt ganz gut. So kann ich euch zumindest alles zeigen, was notwendig ist. Ich zeige euch zuerst, wie das mit dem Ei geht, mit dem Messer geht. Die Küchenrolle habe ich hier liegen, weil ich die Eierschale darauf lagern werde. Ihr braucht, um das mit dem Messer aufzuschneiden, hier so ein Schälmesser mit einer Spitze. Setzt die hier am Ei an und macht ein Loch dort rein und dann wirklich mit der Spitze so ringsrum vorsichtig den Deckel abmachen. Ihr seht, das geht. Das Ganze mache ich dort auf den Teller. Warum? Das werde ich euch gleich zeigen. Ein kleiner Trick von Günter Graf, was das Eiertrennen betrifft. So, ich werde im weiteren Verlauf jetzt, um das hier zu beschleunigen, die Wachteleischere nehmen. Da seht ihr auch gleich mal super die Funktion einer Wachteleischere. Ich habe schon Leute gesehen, die diese Schneide nach unten gepackt haben. Das ist relativ sinnfrei. So nach oben hin macht Sinn, weil die Schneide halt auch diesen abgeschnittenen Deckel transportiert. So, ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Eier auf. Verdammt, da ist eines kaputt, ein Eigelb. Ich mache das jetzt mal mit 6 Eiern, weil ich euch zeigen möchte, wie ihr die jetzt getrennt kriegt, weil wir brauchen nur das Eigelb. Günter Graf hat mir den Tipp gegeben, ich habe es dann selber mal ausprobiert, mit einem kleinen Kaffeelöffel die Eier so komplett auf einen Teller. Ist jetzt natürlich ärgerlich, dass das kaputt gegangen ist, aber gut, ich kann es nicht ändern. So, und schaut mal, da hängt das Eigelb drunter, Eiweiß drunter. Und jetzt haben wir hier wirklich nahezu das reine Eigelb. Und das geht dann so in die Schüssel, weil wir tatsächlich nur das Eigelb brauchen. Also Günther, ich habe es beherzigt. Toller Trick fürs Trennen. Es gibt noch keinen guten Wachteleiertrenner. Keinen wirklich guten, der überzeugend ist. Also machen wir das in der Form. Hier dann immer mal noch gucken, was zu hart dran hängt. Vorsichtig ein bisschen austarieren mit dem Löffel. Jetzt habt ihr das, glaube ich, gerade nicht gesehen. Also Kameraführung ist etwas schwierig. Ich schaue mal, dass wir es jetzt hinkriegen. Also
etwas steuern mit dem Löffel. Ich glaube, Günter Graf sagte, 2 Löffel nehmen. Ich will mal schauen, dass ich jetzt hier gefahrlos einen zweiten dazu nehme. Dann nehmen wir das hier nochmal ab. Super. Also das Problem bei der Kameraführung ist, ich muss natürlich schauen, was ich hier mache. So, für die Mayonnaise brauchen wir das Eiweiß nicht. Deswegen möglichst viel davon weg. So, mit dem Löffel nehmen, halten, bis das Eiweiß abgetropft ist. Also das Eiweiß ist an 2 Stellen mit dem Wachtelei verbunden. Und es geht darum, diese Stellen zu kappen. Aber ihr seht, im Großen und Ganzen geht das mit den Löffeln relativ gut. Ich kann es euch halt jetzt nicht so optimal zeigen, was hier die Kameraführung betrifft. Schade, dass dieses eine kaputt gegangen ist. Macht es natürlich schwierig, das Eiweiß weiter zu nutzen. Gut, aber ich denke, zum Backen oder so geht das. Ich habe sogar schon mal Baiser-Schalen draus gemacht. Aber da darf sowas nicht passieren, weil ihr das Eiweiß nun nicht mehr steif geschlagen kriegt. Ich werde das jetzt ja mal ohne Kamera fortsetzen, weil es doch etwas kompliziert ist zu schauen, was sieht man auf der Kamera und was sehe ich, was die Eier betrifft. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Eier sind getrennt, 24 Stück, da ist das Eigelb mit minimal Eiweiß drin. Hier ist das Eiweiß. Ja, was kann man damit machen, wenn denn ein Eigelb da drin kaputt gegangen ist? Ist das ärgerlich, weil Eischnee schlagen geht nicht mehr. Aber ich sag mal, ein fettarmes Omelett ist damit ohne weiteres möglich. Braucht dann natürlich ein bisschen mehr Würze, weil dieser Eigengeschmack von dem Eigelb fehlt. Aber man kann damit doch einiges machen. Also ich habe jetzt hier 2 Pakete Wachteleier, insgesamt 24 Stück, getrennt. Der ein oder andere macht ab und an den Fehler und haut gleich Zitrone oder Essig oder irgendwas mit rein. Ich schaue jetzt hier gerade mal wegen dem Schneebesen. Da war er nicht, da ist er auch nicht. Ich melde mich gleich nochmal zurück. Da haben wir den Schneebesen. Ja, der ein oder andere macht hin und wieder den Fehler oder macht den Fehler, dass jetzt beispielsweise Zitrone dort mit reingemacht wird. Das wird dazu führen, dass das Eigelb oder zumindest die Eiweißanteile da drin ausflocken. Säure und Eiweiß ist halt nicht so optimal. So, wie geht es jetzt weiter? 24 Wachteleier. Ich habe hier Bautzner Senf. Es ist keine Werbung. Das ist ein Senf, den ich immer benutze. Mittelscharf. Einen großen Löffel. Und gern noch einen zweiten, das dort reingeben. Salz nach Bedarf. Jetzt wackelt ihr hier ganz schön mit. Man kann das auch hinterher nochmal problemlos nachwürzen. Etwas Pfeffer. Ich nehme vorwiegend weißen Pfeffer. Ja, und dann sollte man das erste Mal schon mal rühren, bis das Eigelb gut durchmischt ist. Ich weiß, ihr wackelt hier mit. Ich habe euch praktisch gerade vor meinem Bauch hängen. So, wir haben jetzt hier Eigelb und Eiweiß, Quatsch, Eigelb und Senf und Pfeffer und Salz gemischt. Man könnte jetzt hier natürlich mal schon probieren. Also wichtig ist meines Erachtens, dass diese Senfnote ein bisschen durchkommt. So, und jetzt haben wir das Ganze hier
in einer Konsistenz, die noch lange keine Mayonnaise ist. Und ich wollte es seinerzeit auch nicht glauben. Das kommt durch das Öl. Ihr werdet jetzt mitkriegen, dass hier relativ viel Öl reingeht. Deswegen wichtig, gutes Öl benutzen. Und ja, das macht natürlich diese Mayonnaise zu einer unheimlichen Kalorienbombe. Aber diese Kalorienbombe habt ihr auch bei normaler, gekaufter Mayonnaise. Wenn ihr dann aber mal schaut, was an Inhaltsstoffen drin ist, beziehungsweise an Zutaten in einer Mayonnaise, die ihr kauft, und das kann auch eine teure Markenmayonnaise sein, und ihr seht, was hier reingeht, natürlich der Senf, jetzt müssen wir mal gucken, mal ein bisschen fokussieren, besteht aus Trinkwasser, Senfsaat, Branntwein, Essig, Salz, Zucker, Gewürze, natürliches Aroma. Keine Konservierungsstoffe. Das ist halt das, was wir hier nicht drin haben. Das heißt, diese Mayonnaise ist nicht ewig haltbar, aber sie ist halt, ja klar, sie ist sehr fettig durch das viele Öl, was jetzt hier reinkommt. Ich zeige euch das auch gleich. Aber ihr wisst halt, was drin ist. So. Das heißt immer, man soll das tröpfchenweise machen. Das habe ich auch mal gemacht, da wirst du irre bei. Das heißt, das ist nicht die Menge, die schlussendlich rein muss. Jetzt geht das Ganze nach Gefühl. Das muss jetzt gut durchgerührt werden, dass sich das schön vermengt. Die Konsistenz wird schon etwas anders. Also da geht es wirklich danach, jetzt nach Gefühl das Öl zuzugeben und zu verrühren. Es tut mir leid, dass ihr wackelt. Nicht meckern wegen der Kameraführung. So, ihr seht's, die Konsistenz wird zunehmend dicker, so wie wir das für eine Mayonnaise brauchen. Ich gebe nochmal Öl hinzu. Hier wird es nochmal mit durchgeschüttelt. Also diese feste oder relativ feste Konsistenz, die kommt tatsächlich durch das Öl. Ihr seht, das wird schon dickflüssiger. Es muss halt gut verrührt werden und es ist unglaublich, wie viel Öl schlussendlich dort reinkommt. Aber nochmal, nehmt ein gutes Öl und euer Körper wird euch das weniger übel nehmen als die gekaufte Mayonnaise. Ihr seht's, es wird schön cremig. Nochmal einen Schwapp. Also wahrscheinlich besteht das Ganze ja nachher zu 50% oder 60% aus Fett. Das ist nun mal so. Aber ihr seht, das kriegt die Konsistenz, die eine Mayonnaise braucht. Sie ist in der Farbe anders, nicht hell, wie ihr das überwiegend kennt, sondern eher gelb, sowohl vom Senf als auch vom Eigelb. Aber ihr seht hier, wir haben hier eine tolle Konsistenz. Noch ein kleiner Schwaps. Meine Familie kommt gerade nach Hause. Das heißt, ich muss schnell fertig werden. Aber ihr seht im Großen und Ganzen, was ich meine. Eine tolle Konsistenz für eine Mayonnaise. Das Ganze könnt ihr jetzt noch weiterhin abschmecken mit Senf, Pfeffer, Salz und tatsächlich einem Schuss Zitrone. Und dann habt ihr die perfekte, selbstgemachte Mayonnaise für Eiersalat beispielsweise oder Kartoffelsalat. Aber ihr seht es hier wirklich, es ist großartig. Gut. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise unters Video. Und ja,
Bis zum nächsten Mal.